Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Goodie mit einem weiteren Guide zu Gears of War 4. Und zwar vollendete Tatsachen ist der Erfolg, den wir uns heute holen. Dazu laden wir im Koop-Modus, wie ihr es hier bereits seht, Akt 1.1. Ich habe jetzt also hier wieder meinen zweiten Controller im Einsatz. Stelle natürlich Schwierigkeitsgrad nur auf lässig, weil der ist ganz egal. Das Entscheidende ist, wir müssen jemanden über eine Kiste ziehen. Und der andere, der Koop-Partner, muss denjenigen erstechen. Das macht er entweder am besten halt wirklich im Koop gemeinsam. Oder aber, wenn gerade kein Freund online ist, macht er es einfach ja, mit dem zweiten Controller, so wie ich hier. Ihr seht, ich bin jetzt hier oben mit meinem Charakter schon mal durch die Tür gegangen. Jetzt ziehe ich den zweiten Charakter hinterher, weil das ist die Stelle, an der wir dieses kleine Zieh jemand über die Kiste und murks ihn ab Tutorial bekommen. Und die ist einfach mega perfekt geeignet, um den Erfolg vollendete Tatsachen zu holen. So, ihr seht unten, oben der männliche Charakter, das ist mein Hauptcharakter, der den Erfolg haben soll. Unten, das ist mein zweiter Controller. Der geht hier schon mal in Deckung. Während ich halt oben mit dem zweiten Charakter mich schon mal platziere in der Nähe, damit ich dann sofort mit Y in den Kampf eingreifen kann, wenn mein zweiter Controller jetzt drückt jetzt X. Und jetzt drehe ich mich oben im zweiten Controller um und drücke Y, um ja, den Kill zu haben. Und schon habe ich den Erfolg freigeschaltet. Wie gesagt, die Stelle ist einfach mega genial dafür. Das Tutorial in 1.1 mit zweiten Controller gespielt. Ich hoffe, der kleine Guide hier hat euch geholfen und gefallen. Wenn dem so war, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, weil dann verpasst ihr einfach nichts Neues. Ich hoffe, ich sehe euch wieder im nächsten Guide. Ich sage bis dahin, so long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.